Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Und wir haben gerade in der Folge davor gesehen, dass der Tornado echt ist, die Vision, die wir da hatten. Und wir müssen Chloe retten. Aber wie machen wir das am schnellsten? Chloe can't die again. I have to save her. Übrigens, cooles Bild da mit dem Würstchen. Wo gehen wir jetzt hin? Sprechen wir mit dem Director? Das wäre, also Director vor allem, dem Director jetzt. Wir weitergehen. Geht auch nicht. Ja, im besten Falle gehen wir einfach durch die Eingangstür. Und sie bewegt sich auch in einem super Tempo, also dafür, dass sie Chloe da quasi in Gefahr ist. Können wir auch nicht lang? Ist? Okay. Wir können keinen ansprechen und können nicht dahin. Dahin, dann gehen wir nach oben zu dem Bild. Das wäre zumindest der nächste Fixpunkt, wo wir hingehen könnten. Na, hey. Bitte. I have to be in Arcadia Bay to help Chloe. Not here. Ja, wie kommen wir denn da hin? Gibt es ja ein Arcadia Bay-Bild? Können wir das nehmen? Ja, natürlich. Scharfstellen. Das ist sehr scharf. Wir sind wahrscheinlich zurück in Max Zimmer. Oh shit! Oh my head! Und das sieht gar nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. It feels like reality is breaking apart. Wow. What am I doing to time? Wir haben auch keine Möglichkeit, hier irgendwo hinzulaufen. Wir sind hier gefangen. Aber wir haben ein Foto zum Ansehen. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Eine einfache. Wir zerreißen das Bild. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Auf jeden Fall. Chloe vor Francisco. Weg damit! Und weg damit! Und weg damit! Es ist nie passiert. Wir sind ja auch keine Künstlerin, wir sind eine Heldin. Was soll's ja bleiben? Und nicht nur für einen Tag, sondern für jeden Tag. Wir müssen nur mal kurz die Welt retten, ne? Oh, fuck. Wo sind wir jetzt? God, no. I'm back here. Oh nein, shit. I thought I fixed everything. What did you say, Max? What? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. Jetzt geht aber einiges schief. It might be cool if you took one of your patented selfies now. Transformation between the old Max and the new Max. Anyway, answer my question, please. Friss Dreck und krepier oder fick dich. Wir nehmen ein kurzes Fick dich. Fuck you. Good answer. Good answer. Hey, your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. Oh God. He burned my diary. That's why I'm still here. Uh-oh. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. Something very weird. There's that fear.
It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Scheiße, wie kommen wir jetzt hier weg? Das sieht gerade nicht gut aus. Please, don't do this. Ich glaube, der ist unbeeindruckt von unserem Betteln und Flehen. Ein kleiner Psychopath. I promise, this final dose won't hurt. What? Wer ist das? Who's there? Ist das? Damn. Als ob der sich von dem platt machen lässt. No, David, no. Jeez. Wir schaffen es noch, die Zeit hier zurückzudrehen. Vielleicht gewinnen wir ein bisschen Zeit. No more nosebleeds. Wait, hold on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Könnte ich bitte ein letztes Foto machen? Would you take one last picture of me? I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you've finally learned from me. Na, hoffentlich gefällt dir das Foto, du Blödmann. Wo bleibt David denn jetzt? David! I promise, this final dose won't hurt. What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Oh shit, das ist ja auch nicht cool. What? Warnen können wir ihn auch nicht, ne? Vielleicht jetzt? David, watch out! How? How did you know that? Mein Gott! Get the camera next to you! No gun. No balls. Jefferson, it's over! You are not going to stop me! Okay, ich spule mal wieder zurück. Okay, mal ganz. Jefferson, it's over. Grab your gun now. Got it. Okay, das ist auch nicht die beste Jefferson, Idee. It's over. Grab that bottle. Das ist auch nicht die beste Variante. Shit, was Jefferson, bleibt denn da noch? It's over. He's hiding a gun over there. Ach. Mann! Jim, it's over! David, kick that table! Yes, sir! Entschuldigung. Jefferson, it's over! Als ob sich hier so ein Army Marine oder irgendwas Typ oh, Lord, Max. Einen blöden Lehrer da platt machen lässt. Are you okay? Are you alright? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. Don't thank me. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch first. He won't be going anywhere when he wakes up. Except you are going to prison forever. Or worse.
Mr. Jefferson. Now it's your turn to be captured in a moment. Na, machen wir noch ein schönes Foto von ihm. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Warren, yes, I can use that picture he took of us. Shit, no signal. Na, super. Kein Empfang, das kennt man ja. Thanks, Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. So, können wir David noch irgendwie Danke sagen oder Tschüss? I had no idea he was this sick. Jefferson looks so pathetic now. Ja, trotzdem ist er mehr als gefährlich. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me. You got here just in time. I'm glad. I always suspected that son of a bitch. Tja, sie haben alle verdächtigt, das habe ich nie. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I treated Kate like shit. I know she's a good person, but I'm not. I hope I get to tell her that soon. Kate wurde gemobbt. Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. They just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel, and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No, I should have told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. I put the school in danger. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. Geben wir ihm ein Kompliment? Ja, ach komm, eine nette Sache geben wir ihm dann doch mal hier. Maybe she learned from you. I think she only learned how to hate my guts. I'm sure you know I hit her the other day. I know you're sorry. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but I wasn't so great. I tried to be a good father, too, but when Joyce kicked me out, I had nothing. Ich war wütend. I was pissed off and wanted to rage. Yeah. I know the feeling. Too much. I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, she would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. So, where is Chloe? Gute Frage. Ich glaube im Diner. Wir sagen ihnen die Wahrheit. David. Was? Chloe is dead. Was? Was? Warum dead? Was? He can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you? Yes,
I saw her. I saw a Jefferson Keller in the junkyard. Nein. Last oder? Night. Jetzt bin ich auch verwirrt. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! David, wait! Okay, okay, wir spulen zurück. Können wir nicht... Oh, was? Ich will zurückspulen, ich will nochmal anders antworten. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. What a mess. Scheiße. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Zurückspulen. I'm sorry. Joyce. I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Haben wir denn noch genug Kraft, um das nochmal rückgängig zu machen, die Entscheidung? Weil er ist jetzt damit auch ein Mörder. Und viele vielleicht sagen würden, Jefferson hat's verdient, aber den Tod hat so leicht eigentlich niemand verdient. Und er bestraft sich damit ja selber. Er ist jetzt Mörder und kommt selber in den Knast. Und man hat ja auch gemerkt, was er für seine Familie empfindet, auch für Chloe. Ich will das rückgängig machen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass er nicht der Böse ist. Das habe ich von Anfang an gesagt. Und nun haben wir auf jeden Fall auch die Bestätigung. Und im Prinzip würde ich das Spiel auch echt gerne nochmal von Anfang an spielen und ganz andere Entscheidungen treffen, wenn man weiß, wie es ausgeht. Das ist echt krass. Was? I can't be in two places at once. Was? Was? Ich will die Entscheidung doch rückgängig machen. Ich will doch die Entscheidung zurückgängig machen. Warum? Warum? Hä? So, nochmal. Ich will nicht, dass er den in den Kopf schießt. Also auch nicht woanders hin, aber... Nein! So, eigentlich bis zu dem Punkt. Da lief doch die Entscheidung, oder? Weiter zurück geht's nicht. What the hell? So, jetzt. Jetzt nochmal der richtige Dialog. Das können wir überspringen. Place. Jefferson. I'm glad. I always. Weiter, weiter, weiter. Das habe ich nie. I never. You should. He was. I wasn't. And Matt. Kate wurde gemobbt, haben wir Kate? Ausgewählt. I. Jeff. Ich will nur diese eine Entscheidung that haben. No. We all met. Sie hat von ihnen gelernt, haben wir ihm gesagt. Was Nettes. I know. I'm not gonna. I tried. Ich war wütend. I was pit. Yeah. I tried. And you. I just. So. Die Wahrheit verheimlichen. Dann schauen wir, was jetzt passiert. David, she was pretty stressed out, so she went to go medicate before I ended up in here. So she's okay. Oh, thank God. For once I'm happy Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier.
I'm glad Chloe has a best friend like you. Also unser Plan ist jetzt, zu Bowman zu gehen, ne? You've seen enough of this room. Achso, wenn wir die Zeit eh zurückspulen, hätten wir den ja auch töten lassen können. Weil wir eh nochmal was anderes vorhaben. Teacher, let's see what kind of photo evidence you shit all over this computer. Jeffers. Also Warren, anrufen, Foto mit ihm quasi hier das Selfie-Dingen angucken, dann ja Zeit zurückreisen und Chloe warnen. Das ist zumindest der Plan, aber ob es so klappt, man weiß es nicht. Und draußen tobt der Sturm. This storm is real. I need to find Warren. Yes. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Wells Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. It's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Halt euch, willkommen, Roman. Nimm das Auto. Kann sie fahren? Hat sie einen Führerschein? Scheinbar. Aber Amerika sind eher als Automatikwagen, das ist noch mal ein bisschen einfacher. Gib Gas! Komm, gib Gas! Der Sturm wird nicht weniger. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich aus dieser Folge. Bis denne. Ciao, ciao.